Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Mr. Workaholic und falls du noch kein Abo dagelassen hast, unten auf den Button zu drücken und gleich daneben die Glocke zu aktivieren, falls du dieses getan hast. Bevor ich mit dem Dessert anfange, ein wichtiger Hinweis. Denk immer dran, bevor du eine Speise herrichtest, dir die Hände abzuwaschen. Mit klarem Wasser reicht hier normalerweise hin, wenn du es sauberer haben möchtest, mit Seife, Desinfektionsmittel und dann natürlich noch mit klarem Wasser, weil du diese Sachen aus den Desinfektionsmitteln genauso wenig in deinen Speisen haben möchtest, wie die Viren und Bakterien, die du an deinen Händen herumträgst. Genau, kommen wir jetzt zum direkten Dessert. Ich habe heute Schattenmorellen, die ich bereits so wie sie sind im Supermarkt gekauft habe. Das sind letztendlich Kirschen, Sauerkirschen. Dann habe ich Schokostreusel. Ich habe Dinkelmilch und Sahne. Genau. Als weitere Materialien siehst du, habe ich ein Schneidebrett als Unterlage, das ich brauche. Einen Teelöffel und meine Dessertschale. Genau. Fangen wir einmal direkt an. Du siehst hier schon, habe ich relativ viel Kirschwasser auch mit drin. Das ist gut und wichtig, denn ich möchte, dass sich meine Milch nachher rosa verfärbt. Übrigens noch ein Wort zu den Kirschen. Falls du diese frisch ernten solltest, also Baum selber pflücken solltest, denke dran, auch diese einmal abzuwaschen, weil du könntest hier Pestizide drauf haben oder andere Schädlingsstoffe. Genau. Aber jetzt direkt lasse ich meine Kirschen bzw. Schattenmorellen in meine Dessertschale plumpsen. Die sind schon ein bisschen matschig, das kommt so aus dem Glas, das ist normal und das ist auch gut. Und ich mache hier meine Dessertschale doch relativ voll. Ich möchte ja schön was davon haben. Nehme auch relativ viel Saft mit. Na komm, die paar nehmen wir auch noch mit. Gehen wir rein. So. Einmal abtupfen, dass hier nicht alles voll tropft. Genau, jetzt kommt bereits meine Dinkelmilch zum Einsatz. So, wer es vegan mag, kann mit der Dinkelmilch nichts falsch machen. Ich gieße die hier langsam. Ganz langsam über meine Schattenmorellen. So weit, bis meine Dessertschale etwa bis zur Hälfte gefüllt ist. So. In einigen Stellen sieht man das schon, dass sich die Milch leicht rosa verfärbt. Das ist gut, denn sie verbindet sich ja jetzt mit dem Kirschsaft, der hier mit drin ist. Ich gebe das Ganze noch ein bisschen unter, um die Verbindung ein bisschen zu beschleunigen. So, das reicht. Und weil ich es eben mag, mache ich jetzt noch ein Häubchen mit Sahne oben drauf. Die ist übrigens auch vegan, kann man so im Laden kaufen. Kostet ein bisschen mehr. Ist aber am Ende genauso lecker. Also es ist quasi Sahneersatz, der genauso funktioniert wie Sahne. Genau, das Ganze garniere ich jetzt noch mit einem Teelöffel Schokostreusel. So schaut das Ganze aus. Und so kann ich es schon, wie ich möchte, servieren. Falls du es gerne ein bisschen kühler haben möchtest, weil es zum Beispiel Sommer ist, kannst du das Ganze natürlich noch mal für 20 Minuten ungefähr in den Kühlschrank stellen. Schmeckt dann genauso, ist nur ein bisschen kühler. Genau, soweit so gut. Ich danke dir fürs Zusehen. Schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein und ich freue mich natürlich, wenn du das Video teilst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und selbstverständlich guten Appetit.